Hi zusammen, Hannes hier von notebooksbilliger.de und ich habe hier für euch das Acer Aspire V17 Nitro in der Black Edition und das Gerät wollen wir jetzt einfach mal kurz vorstellen. Ich habe hier nämlich die 17 Zoll Version jetzt gerade neben mir stehen, wie man sieht, ziemlich großes Gerät. Und das ist einfach exemplarisch für die Modellreihe, denn es gibt davon noch 15 Zoll Modelle, es gibt auch andere Ausführungsversionen. Deswegen das Modell jetzt hier eben nur als Beispiel, denn optisch unterscheiden sie sich nicht groß, nur maximal in der Größe und halt in dem Innenleben ein wenig. Ja, wenn wir uns das Gerät anschauen, wir haben einmal eine Tastatur in voller Größe mit roter Hintergrundbeleuchtung, wirklich sehr, sehr schön gemacht, dass man eben auch im Dunkeln damit noch zocken kann oder auch eben schreiben kann. Es gibt ein sehr großes Touchpad, hier eben auch mit einem Fingerprint-Reader für Windows Hello, um sich damit dann mit dem Fingerabdruck einzumelden, wie man es eben schon von Smartphones beispielsweise kennt. Dann in dem Modell, das ich jetzt hier vorliegen habe, ist Tobii Eye Tracking integriert. Dazu gibt es hier oben eine große Leiste, die eure Augenbewegungen tracken kann. Ja, sieht man hier im Video jetzt anhand so kleiner violett-roter Punkte, die in die Kamera flimmern oder leuchten. Das ist dann eben Infrarotlicht, das eure Pupillenbewegungen nachverfolgen kann. Hat beispielsweise in Spielen eigentlich einen ziemlich coolen Effekt, dass ihr dann den Bildinhalt steuern könnt über eure Augen. Ja, ansonsten hier wie gesagt ein 17,3 Zoll Display, Full HD. In dem Fall gibt es auch noch 15,6 Zoll oder in 17 Zoll und 4K Auflösung. Und da habt ihr also die Wahl, je nach Budget könnt ihr euch da aussuchen. Von der Hardware, es gibt vom Core i5 bis zum Core i7 verschiedene Versionen. Es gibt Modelle mit GeForce GTX 1060 Grafik, wie jetzt hier mein Testmodell. Und das reicht eigentlich auch schon aus, um so ziemlich alle aktuellen Titel in Full HD auch wirklich abzuspielen. Das System hat aber auch noch genug Reserven, um eben kommende Titel zu spielen. Wir haben im Test beispielsweise uns angeschaut, ganz top aktuell, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Da haben wir so in Full HD und wirklich hohen Details so um die 80, 90 FPS erreicht. Also da auch noch wirklich genügend Reserven, um eben dann aktuellere Titel auch damit zu spielen, ohne jetzt sofort die Details runterdrehen zu müssen. Ja, ein paar Anschlüsse haben wir natürlich auch. Auf der rechten Seite sind es zwei USB 3.0 Anschlüsse in ganz normaler Ausführung. Wir haben einen USB Type-C Anschluss, der auch als Power-USB ausgeführt ist. Sprich, darüber könnt ihr Geräte mit erhöhter Leistung laden, zum Beispiel euer Smartphone als eines von vielen möglichen Beispielen. Wir haben einen HDMI-Anschluss, den Ethernet-Port und den Stromanschluss. Dann auf der linken Seite gibt es natürlich auch noch ein paar Anschlüsse. Wir haben einen Kensington-Lock ganz hinten, zwei USB 2.0 Anschlüsse, einen Mikrofon- und Headset-Anschluss, in dem Fall sogar getrennte Anschlüsse, denn der Clou ist, im Headset-Anschluss oder im Kopfhörer-Anschluss ist gleichzeitig auch noch ein digitaler Audio-Ausgang, sprich ein SPDIF-Ausgang integriert. Könnt ihr also auch dann digital den Ton an eure Anlage beispielsweise ausgeben. SD-Card-Reader ist auch noch mit dabei und das war es dann auch mit Anschlüssen. Schönes Detail übrigens für alle, die irgendwie aufrüsten möchten, ist, dass Acer das deutlich einfacher gemacht hat. Bei den alten Systemen musst du auch noch sehr, sehr viel schrauben, sehr viel Geduld mitbringen. Und bei den neuen Modellen ist das sehr schön einfach. Haben wir euch oben hier verlinkt, einmal unser Aufrüstvideo, wie ihr die Geräte dann aufrüsten könnt, einmal 15, einmal 17 Zoll, auch wenn es da keine so großen Unterschiede gibt. Okay, dann so viel erstmal zum Acer Aspire V17 Nitro in der Black Edition. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne ab in die Kommentare damit. Mehr Details findet ihr auch unten in der Videobeschreibung mit dem Link zum Blogbeitrag, zu unserem ausführlichen Testbericht auch. Und damit dann bis zum nächsten Mal.